Herzlich willkommen im Kunstmuseum Bern. Wir freuen uns, dass wir auf 3 Etagen so umfangreich wie schon sehr lange nicht mehr unsere Sammlung präsentieren können. Darunter sind auch die Highlights der Sammlungsstiftung Jekyll Harnloser, frisch zurück aus Wien von der Albertina-Ausstellung, darunter das sensationelle Werk von Van Gogh, das Nachtcafé in der Gouache-Version. Wir freuen uns, dass wir wieder vor einem Bild stehen dürfen. Wir sind uns so nah, dass wir die Maske angezogen haben. Ich freue mich aber, dass wir ins Gespräch kommen können über dieses ganz besondere Highlight, das Nachtcafé von Vincent van Gogh. Was ist für dich das Herausragende an dem Bild, Bert? Ja, zwei Sachen. Also einerseits hat es die wahnsinnige Perspektive, die einen ins Bild einzieht. Und nachher hat es die Leute, die schlafen. Man merkt, es ist sehr spät schon, die sind sehr müde, angepennen. Und gleichzeitig sind die Farben wahnsinnig lebendig. Also die formale Umsetzung wirkt sehr stark, sehr lebendig. Aber die Leute selber sind alle im Dösen und Einschlafen. Was mir auffällt, ist das Licht, einerseits Schatten beim Tisch, aber sonst nicht so viel. Also die eigenen Gesetze, die der Van Gogh hier anwendet, die nicht mehr der Realität entsprechen.